Glück und Gesundheit. Gibt es Neuigkeiten? Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. Wie ist das Leben in Rathei? Hier für dich, du arme Seele. Das ist eine Gutsstadt. Und unser Herr verstrickt sich nicht in politisches Gezanke. Also ist's hier friedlich. Wie kommen die Rathaier mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Skalitz ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher. Aber sie sind schon zu lange hier. Manche von ihnen stehlen und nicht einer weiß, die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Okay. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Dann kümmert euch besser um uns. Auf mich ist verlassen. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Der Hauptmann mag mich nicht. Oh, Heinrich. Also das sollten wir, glaube ich, nicht erzählen. Ich kam nicht mal ins Schwitzen, ist ganz schön arrogant. Hab ich. Die blauen Flecken mögen es bezeugen. Der Hauptmann ist gnadenlos. Je härter die Ausbildung, desto leichter die Schlacht. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Okay. Und wir haben Kohle gekriegt. Gut. Dann müssten wir jetzt als erstes, zur Rüstkammer. Hol deine Ausrüstung in der Rüstkammer ab. Das wäre Gut, also nach oben auf der rechten Seite. Gute Nachbarn. Hier bleibt keine Wahl als zu werden. Quest begonnen, Wachdienst. Ist das schon die Rüstkammer? Nee. Noch ein Stück weiter. Mach mal kurz die Karte bitte. Ach, noch ein ganzes Stück weiter und dann mal auf der rechten Seite. Was ist denn das hier? Händler, ach so. Wir könnten mal jetzt... Wir gehen mal nach da oben. Und schauen mal, ob wir den Aktivitätengeber finden. Der hier irgendwo rumrennen muss. Aber wo? Flitzen wir hier lang. Du bist es wahrscheinlich nicht, ne? Löckchen. Wer bist du? Milan. Ich habe alles verloren. Mein Heim, meine Familie. Wir nehmen jetzt ein bisschen was an. Zeig Gnade. Ob wir alles... Gelobt sei Jesus Christus. Ja, genau. Ob wir alles abarbeiten. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Weiß ich nicht. Was geht dich das an? Ich bin aus Skalitz und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber.
Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Okay. Können wir später mal machen. Was bleibt mir, armen Wichtig? Gute Nachbarn, uns heute das Haus abgefackelt hat. Scarlett. Nehmen wir erstmal das hier raus. Wir gehen jetzt mal rechts. Das ist der Schießstand. Aktivitätengeber. Boah, krass. Es wird so umfangreich. Wir holen uns erstmal unsere Ausrüstung. Das halte ich jetzt prinzipiell für eine gute Idee. Dusch. Wo ist die Rüstkammer? Bin schon wieder vorbeigelaufen wahrscheinlich, ne? Ja, nee, doch. Ist richtig. Dann reden wir mit dir. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Name? Heinrich. Heinrich. Und? In Lanes Treue zu? Heinratzig Kobilla. Ja, hab dich. Im Kopf hat er mich. Dann komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ja. Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Habe ich das jetzt schon an? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, hier, guck. Ja, zieh das mal bitte an. Gepolsterte Bunthaube. Wie sieht denn das aus? Ach, Heinrich, das weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Oh Gott. Musst du so einen hässlichen Helm aufsetzen? Wirklich jetzt? Moment. Naja, gut. Es geht ja nicht um hübsch, ne? Okay. Wir haben den Schal natürlich immer noch um. Nimm den mal raus. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben die edlen Schuhe an. Armschienen haben wir an. Die Bundhaube, die Beckenhaube, das grüne Hemd nicht und die Rüstung. Okay. Dann einmal nach links, dann gucken wir mal nach den Waffen. Da würde ich sagen, rüsten wir jetzt mal den Knüppel aus. Die Nebenhand ist wohl noch nicht frei. Das ist natürlich doof. Aber wir bleiben auf jeden Fall erstmal bei dem Knüppel. Das können wir mal kurz gucken. Wir haben jetzt hier nämlich 2 Punkte, glaube ich. Frischluft nach dem Kerker. Aufgedreht. Deine Energie sinkt langsamer. Okay, das können wir alles noch nicht. Energie sinkt langsamer, finde ich prinzipiell cool. Deswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Ich finde Asket ganz praktisch. Minimalstufe 4. Lern das mal bitte. Oh. Das haben wir jetzt schnell gelernt. Redekunst haben wir hier an hoch. Empathie können wir noch nicht. Gut, dann warten wir hier erstmal noch.
Stärke, Packesel. Du kannst 15 Pfund mehr als sonst tragen. Mein Drittel erhöht. Okay. Da würde ich jetzt Packesel mal mitnehmen. Und Bollwerk. So. Redekunst, wie gesagt, da warten wir noch ein bisschen. Schwert haben wir hier auch noch. Ah, okay, okay, okay. Stumpfer Schlag. Oder Zornhau. Aha. Okay, puh. Das ist natürlich... das geht nur mit Langschwert. Das geht mit Kurzschwert, Jagdschwert und Säbel. Oh Gott, das kann ich mir eh nicht merken. Aber wir lernen das mal. Dann war's das hier. Ja. Okay. Pack das Ding wieder ein. Spinnst du? Pack's wieder ein. Mein Gott, du bist so eine Hohlbirne manchmal. Steckt es wieder weg. So. Ist das dein Ernst? Was denn? Alles tutti. Gar kein Thema hier. Jetzt war. Sitzt er da. Soll ich euch lieber alleine lassen? Mach ich. Genießt eure Zweisamkeit. Und wir flitzen. Mal ganz fix zu unserem Quest. Ja, Heinrich ist schon wieder am Eimer. Lass mich mal hier durch. Du mich auch. Einmal waschen bitte. Das geht immer so im Vorbeigehen. Wie spät ist es denn eigentlich? 17 Uhr. Okay. Hast du alles eingesteckt, ne? Ja. Sitz mal. Darüber, bitte. Zu Jaroslav. Jaroslav sollten wir doch suchen, ne? War doch Jaroslav. Da ist er. Schätze ich mal. Nachtigall. Der wird uns jetzt ein bisschen rumführen. Das finde ich prinzipiell ganz gut. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Jo, ich bin ready. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Ja. Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich besuche Theresa, die Müllerin, am Vormittag. Okay, dann ging das bis jetzt noch gar nicht. Geht dich nichts an, ich möchte Herrn Ratzig dienen, ich will mich nützlich machen. Ich möchte Herrn Ratzig dienen. Ich will Herrn Ratzig dienen, aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich.
Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Meine Familie, mein Auskommen. Zeigt Gnade. Okay. Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Gehe langsam, so wie alle hier. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Mhm. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke, der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Warum, was ist denn das für einer? Erzähl mal. Unser Rathaus. Hä? Ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius, der Schreiber. Schaut und euch diese Kerker. Gurken an. Will man die nicht bleiben von den ganzen Winter nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Aha. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Da. Ihr guten Leute. Zum Teufel ist hier los. Sieh mal nach, Heinrich. Wenn nicht zur Kirche, dann schädig dich zu deinen Leuten. Ich will dich hier nicht. Schlichte den Streit. Gut, das können wir mal probieren. Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall! Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Die Bettlerin verjagen? Das sollst du bleiben lassen, Meister Schmied. Macht das unter euch aus. Was ist das Problem? Das ist mein Laden und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg und es gibt genug Leute, die sie anbetteln können. Jana? Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich. Warum? Warum? Die Leute jagen mich fort, ganz gleich, wo ich sitze. Kann ich Tag und Nacht rumwandeln. Also ich will sie ja nicht verjagen. Solltest du sie bleiben lassen? Scheiße, nehmen wir das. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Oh. Wir werden der armen Jana beide etwas spenden. Gib Jana Almosen. Oder ihr selbst was geben. Ha. Scheiße. Ich nehme das. Wir sind doch gute Christen, oder? Also sollten wir dieser armen Seele beide etwas geben. Und was dann? Dann wird Jana ihrer Wege gehen. Ohne Widerrede. Bist du jetzt König Salomon oder was? Na schön, wie du willst. Möge Gott dich segnen und dich auch, Herr Schmied.
werde keinen Ärger mehr machen. Danke. Danke. Herrgott, einer schlimmer als der andere. Gut. Siehste, war doch easy. Und jetzt? Lade ich dir einfach weiter hinterher. Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Harnusch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Harnusch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapern, übergibt. Hm. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst in Meeren, dann im Himmel. Herr Harnusch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Jan Vögelchen Jeschek. Jo. Der Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Okay. Schön. Wie lange müssen wir noch durch die Stadt latschen? Und was hast denn du für coole Hosen an? Achso, es ist... Okay. Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Mhm. Dann sollte unser Heinrich die doch retten. Gleich nachdem wir Theresa angebaggert haben. Boah, die sind einfach durch... Okay. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Da war ich schon. Wirklich jetzt? Da war ich schon. Nun gut. Ja, ja. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Okay. Wenn du das möchtest. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich ihn umrenne. Schau her! Was? Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Warum? Was hat denn der gemacht? Haben wir's bequem? Almosen bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn der Harnusch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Hm, das hat er vielleicht nicht gewusst. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Ja. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen. Mhm.
Hi. Wo willst du hin? Achso, du machst dir die Tür auf. Okay. Das Rataya-Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung. Und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Ich wollte die Tür wieder sind zumachen. Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet, Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanus Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Ja, ich hörte eh nicht richtig zu. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Ach, den hier meinst du? Ja, da war ich ja schon drin. Du, wenn du einen Schritt schneller laufen würdest, hätten wir das ruckzuck hinter uns her. Aber du kannst natürlich auch hier so lang schlendern, das ist kein Problem. Wir haben ja Zeit. Hast aber einen weiten Bogen genommen. Gott sei mit dir, Benesch. Wie geht's? Alles verloren. Geht schon nach mein Heim. Ist ruhig meine Familie, mein Auskommen. Gut. Wo ist eigentlich Mamir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ach ja, ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Mamir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hatte Durst, also... Ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Warum ich? Gute Nachbar, mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. Aus Scarlett stamm ich und... Oh, jetzt hat er auf einmal einen Laufschritt drauf. Ja, zumindest ist's für ein Weilchen sauber. Ach, da ist er. Soll ich ihn jetzt ansprechen oder machst du das? Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Ich... Schweig und beweg dich. Das Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Ach so, er macht das jetzt von sich aus. Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Hä? Den hast du gerade zusammengeschissen? Hey! Und selber trinken wir jetzt aber was. Na ne, gut, meinetwegen. Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Sollten wir nicht unsere Runde drehen? Mich auch. Mich auch, dieser faule Sack. Meine Rede. Gerade jetzt, wenn wir jedes Paar Augen brauchen. Man kann nie wissen, wann die Kumanen kommen. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Ja. Warum nicht? Keine Ahnung.